Kerstin Czerlich kriegt die Annahme nicht richtig, aber verspielt von Suhl. Aber sie holen sich den Punkt. Auch Dresden kann damit nichts anfangen. Punkt Nummer 16 und Alexander Weibel hat genug gesehen. Unterbricht oder versucht es zumindest, den Lauf der Suhlerinnen zu unterbrechen. Den Rhythmus zu nehmen in ihren Aufschlägen. 30 Sekunden Pause, mal schauen, ob es geklappt hat. Dominik Steffen trifft das Feld nicht. Unterlaufen diesen Ball. Knapp ins Aus und das sind Satzbälle für Dresden. 24 zu 16, 8 an der Zahl. Und zwar der von Gerd Müller und Stefanie Karg zum zweiten Satzgewinn für den Dresdner SC. 25 zu 16 geht er an das Heimteam. Alexander Weibel ist zufrieden. Dresden kommt ran. Geht 2 zu 1 in diesem Match in Führung. Und ist auf bestem Wege hier für den ersten Golden Set in der Geschichte des deutschen Frauenvolleyballs zu sorgen. Hier sehen wir es nochmal. Drei Sätze gespielt. Der erste ging an Suhl. 25-21. Dann der zweite schon an Dresden mit 25-19. Und der dritte noch deutlicher, 25-16. Also, das Pendel ist wieder in Richtung Dresden ausgeschwungen. Und jetzt darf man gespannt sein, ob sie in der Lage sind, den Deckel auf dieses Drei-Gewinnsatzspiel zu machen und dann den alles entscheidenden Golden Set zu versuchen. Da unten machen wieder die Blue Pearls Stimmung für die 3000 hier in der Margon Arena. Und die beiden Mannschaften machen sich bereit für Satz Nummer 4. Ja, wer wird also der Gegner des Schweriner SC, der sich gestern in Vilsbiburg durch ein 3:0 nach dem 3:1 in eigener Halle als erste Mannschaft für das Finale qualifiziert hat. Deutet denn schon alles doch auf die Favoritinnen hin, auf Dresden? Nachdem Suhl den ersten Satz so klar gewinnen konnte, eigentlich hätte er noch viel deutlicher ausgehen müssen. Aber das war vielleicht schon so in gewisser Weise der Anfang vom Ende, als man Dresden herankommen lassen musste und der DSC sich eine Menge Selbstvertrauen ergattern konnte für die Durchgänge 2 und 3. Im Moment Dresden die bessere Mannschaft mit den besten Antworten. Natürlich in erster Linie durch sie hier, die gerade das Handtuch abgibt. Friederike Thieme. In allen Elementen erfolgreich gewesen. Sei es Angriff, sei es Block oder auch Aufschlag. Sie hat hier dafür gesorgt, dass Dresden hoch in Führung gehen konnte und davon dann profitiert hat gegen Ende des Satzes.
Also, Durchgang Nummer 4 wird eröffnet. Und zwar von Dresden. Und zwar von seiner Kapitänin, von Stefanie Karp. Dann zu Felix Koslowski, lässt Dominik Steffen auf dem Feld. Jetzt also vorne die Reihe mit Rapajic, mit Steger und mit Steffen und dem Fehlaufschlag. Der war von der Länge her gut, aber seitlich im Aus. Unten rechts hier der Linienrichter. Das ist Jörn Damerius. Der hat ausgegeben. Nein, hat gut gegeben. Es gibt den Punkt für Suhl. Er hatte die Fahne gehoben, aber dann ist er überstimmt worden von Munir Vatter. Also, Punkt für Suhl. 2-1 Gegenangriff Dresden. 2-2. Wer sonst? Die Ex-Adduktoren verletzte Friederike Thieme. Davon ist aber überhaupt nichts mehr zu spüren. Und Alexander Weibel hat schon so ein bisschen den John Wayne-Blick drauf. Angriffserfolg Claudia Steger. Erfolg gleich wieder zunichte mit einem Fehlaufschlag. Schon der zweite. In dieser frühen Phase des Spiels. Geschenke dürfen sie sicherlich überhaupt nicht hergeben, die Suhlerinnen. Anna Smilo. Santa Clara University. Von der San Francisco Bay nach Dresden gekommen. Mit ein bisschen zu viel Rückenwind ins Aus. Müller zieht durch und hat diagonal Erfolg. Unglaublich! Ivana Ostojic versucht's natürlich mit den Notbällen immer wieder über sie und der Block lässt sich überhaupt nicht beeindrucken. Steffi Karg, dreimal da gewesen. Das ist bitter. Es geht an die Nerven für Suhl. Mareike Hendriksen kriegt den Ball überhaupt nicht zu fassen. Ins Aus gewunken von Jörn Damerius und die Zuschauer auf deiner Seite können es nicht glauben. Er war lang unterwegs, diagonal ganz flach und kam auf den Linienrichter zu. Manchmal nicht so einfach zu entscheiden. Ins Aus gegeben 5-5. Einsatz bis zum letzten wieder Friederike Thieme.
Hoffentlich hat sie sich da nicht wieder wehgetan. Nein, sie scheint doch zu lachen. Könnte eine gefährliche Aktion gewesen sein für die Adduktoren. Da hat sie auch dieses große, lange Kinesio-Tape am Bein. Da, schön zu sehen. Voller Einsatz von ihr und Saskia Hipper, aber sie kriegen den Ball nicht mehr übers Netz. Suhl geht in Führung. Toller Block jetzt von Suhl. 7-5. Das waren Ivana Isailovic und Ivana Ostojic. Eine serbische Koproduktion zur 7-5-Führung. Und auch wenn es beim nächsten Punkt für Suhl eine Auszeit technischer Art gegeben hätte, nimmt Weibel bereits jetzt ein. Sie müssen wieder einen Gang zulegen, die Dresdnerinnen. Wollen Sie das Niveau der Sätze 2 und 3 halten? Jetzt Saskia Hipper mal mit Erfolg von hinten aus dem Rückraum. Heute nicht so durchschlagskräftig wie gewohnt. Das hat im Moment Friederike Thieme kompensiert. Aufschlag Grit Müller. Annahmeprobleme Suhl. Wieder wird der Ball ausgegeben. Ihr Vater mit dem salomonischen Urteil, Blockführung. Deswegen der Ausgleich und er mahnt zur Ruhe. Hier habe ich noch gesehen, da war ein Tusch im Spiel. Also, der DSC hat den Aufschlag und den Punkt 7-7. Block im Netz. Punkt für Suhl. Der Drehschlag gut gelungen hier. Aber die Abwehr umsonst, denn der Dresdner Block hatte das Netz berührt. Bei 8-7, denkbar knapp, gibt es die erste technische Auszeit im vierten Satz. Da ist schon ein Unterschied zu sehen zwischen den beiden Teams. In Dresden, da feuert man sich gegenseitig an, klatscht sich schon fast aggressiv ab. Und in Suhl dagegen relative Ruhe. Mal sehen, ob in der Ruhe denn auch die Kraft liegt. Das Gegenteil von Ruhe, das versucht jetzt Alexander Weibel zu erzeugen. Animiert die 3000 hier in der Argon Arena. Stimmung zu machen. Stimmung gegen den Suhl-Aufschlag, der jetzt kommt von Ivana Ostojic. Der Suhler Block steht in dieser Situation und